Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Doraemon Story of Seasons Friends of the Great Kingdom. Ach, neuer Tag, neues Glück und eine Weile ist wieder um. Ja, ne? Wir müssen ja ein paar Weilen warten. Ich weiß gar nicht, von der Weile die Mehrzahl. Weilen? Trotzdem Weile? Es waren jetzt wieder neue Aufgaben. Und Shizuka war auch dazwischen, habe ich gerade gesehen. Ach, wo ist denn schon wieder Dori? Dori ist schon wieder irgendwo unterwegs. Luana. Dori ist schon wieder unterwegs. Aber ich habe mal in den Kalender geguckt und in wenigen Tagen ist ja Erntedankfest. Und dafür müssen wir dann auch einiges vorbereiten. Nämlich dann mal die Ernte hier entsprechend gut machen. So, jetzt habe ich Dori und mit Dori könnte ich ja dann eigentlich den Wichteln Bescheid sagen, macht mal was auf der Farm. Ah, mit Pip angefreundet, das ist doch auch gut. Ne, halt, wir gucken erstmal hier, dass wir hier alles finden. Geh zum Mixbach, okay. Ach. Wo ist die Bürste? Achso, nur reden, okay. Ich verwechsel es immer wieder. Ivo ist schon gar nicht mehr da. Goku? Haben wir uns auch um Goku gekümmert? Wunderbar, 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 wunderbar. Er ist schon am Kürbis gießen. Ja, Tiere kümmern macht ja am meisten Sinn, wenn man das noch selber macht, weil sie dann jedenfalls gepflegt werden. Also klar, die werden von den anderen auch gepflegt, aber... Nein. Also bekommen sie halt nochmal extra Liebe von mir persönlich und nicht nur von den Wichteln. Ist ja auch für die Zuneigung wichtig, würde ich sagen, oder? Frieda fühlt sich auch wunderbar. Und dann natürlich noch... Oh, 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 Ghidorah, Ghidorah, Ghidorah. Erstmal Ghidorah. Bevor der wieder abhaut. Nein, da muss mir jetzt noch keinen Talisman herstellen. Okay, jetzt können wir zu den Wichteln gehen und die sollen alles erledigen. Aber vorher freunden wir uns mit denen nochmal ein bisschen weiter an, ne? Und wir haben wieder zwei Events. Einmal Mixbach und einmal... Morgen erledigen. Ach nein, alles erst morgen. Naja, gut, dann halt morgen erst. Da muss ich halt doch nochmal gießen. Naja. Aber ich sag mal so, besser als gar nichts, ne? So. Und dann noch Fortia. Besuch mich unbedingt wieder. Gut.
Gut, dann muss ich ja doch erst gießen. So. Jetzt muss ich ganz kurz auffüllen. So, Raymond, es bringt nichts, wenn wir immer beide das gleiche gießen. Möchte ich nur ganz kurz sagen. Oh, die ersten Kürbisse sind fertig. Das ist gut. Dann hole ich dazu noch Dünger. Dann werde ich die richtig hoch pushen. Sollte ich mir dann aber auch merken, welche das sind. So. Und mit denen werde ich dann haushoch gewinnen. Schön, der Riesenkürbis wächst. Da wollte ich ran. Okay. Das wächst und gedeiht auch. Das ist auch wunderbar. So, Maissaat 14 Tage, Zwiebeln 6, Kürbis 4 Tage. Ich brauche 9 Stück. Ich habe gar keine mehr auf Lager, ne? Dünger, Edeldünger. So, ich brauche 9 Stück und davon brauche ich für 4 Tage. Das heißt... Das heißt, jeden Tag düngen. Schön wäre, wenn man dann den Dünger auch in einem Zug dann verteilen kann. Okay. Haben wir auch hier gleich den nächsten Event. Einfach mal von einem Event in den nächsten Event. Das, so muss das doch, ne? Und es fängt an zu regnen. Das donnert aber laut. Ich sollte lieber zusehen, dass ich heimkomme, bevor der Sturm richtig losgeht. Und geht dann zu... Hier in den Stall? Hey, Mary! Oh, was ist denn los? Die Kuh sieht aber gar nicht gut aus. Nein, es geht ihr schon seit ein paar Tagen schlecht. Sally ist los, um Dr. Steria zu holen. Mary, Dr. Steria ist hier. Hallo Mary, ich habe gehört, eine deiner Kühe ist krank. Ich sehe sie mir mal an. Ja, bitte hilf ihr, Dr. Steria. Ja, in ihrem Bauch krummelt es etwas. Er ist auch etwas angeschwollen. Es ist klar, dass sie sich nicht wohlfühlt. Wohl eine Magen-Darm-Infekt. Aber kein Grund zur Sorge. Es gibt gute Medizin dagegen. Wirklich? Oh, da bin ich aber erleichtert. Du bist die Beste, Dr. Steria. Naja, allerdings gibt es da ein Problem. Hä? Ich weiß zwar genau, welche Medizin sie braucht, aber leider haben wir nichts mehr davon in der Klinik. Aber sie hat Schmerzen. Kannst du ihr wirklich nicht helfen? Tut mir leid, Mary. Ich bin sicher, dass sie die Medizin in der Nachbarstadt haben. Ich gehe morgen früh gleich los, welche holen. Aber für dein armes Bäuchlein ist das eine lange Wartezeit, oder? Es tut mir leid, dass ich nichts tun kann. Mary? Wie wäre es, wenn ich in die Stadt gehe und die Medizin selbst hole? Meinst du etwa sofort? Warte, mit dem aufziehenden Sturm ist der Weg dorthin viel zu gefährlich. Selbst an einem normalen Tag ist der Weg schon weit genug. Mir tut die Kuh auch leid, aber wir müssen wirklich bis morgen warten, wenn es sicherer ist.
Ja, da hast du wohl recht. Tut mir leid, dass ich dir Hoffnung gemacht habe, Mary. Ja, das Risiko ist groß, insbesondere für ein Kind. Nobita kennt ja nicht mehr den Weg. Und selbst wenn, wüsste er nicht, wo er die Medizin bekommt, aber... Aber was? Ich weiß es. Also sollte ich gehen. Ich war schon öfter dort, also als sonst jemand. Aber, also finde ich den Weg auch schneller. Aber als deine große Schwester ist es das Mindeste, was ich tun kann. Kopf hoch, Mary. Ich bin wieder da, bevor du mich auch nur vermisst. Sally war... Hey, die ist gerade mit meinem Amadeus weggeritten. Und weg ist sie. Sally. Der Sturm ist heftiger, als ich dachte. Aber wir sind schon so weit gekommen, nicht wahr? Mary verlässt sich auf uns. Also vorwärts. Was ist denn jetzt los? Meine Güte, ein paar Schritte weiter und diese riesigen Felsen hätten uns getroffen, als er herabstürzte. Bist du verletzt? Nein? Da bin ich aber erleichtert. Aber jetzt versperrt der Fels unseren Heimweg. Ich bin nicht sicher, ob es einen anderen Weg gibt. Ich glaube nicht, dass wir es alleine verrücken können. Was machen wir denn jetzt? Sitzen wir wirklich hier fest? Wir brauchen Hilfe. Sally braucht ganz schön lange, oder? Zu lange, fürchte ich. Sie hätte schon längst zurück sein sollen. Der Sturm lässt auch nicht nach. Nein, ich hoffe, dass sie sich da draußen nicht verletzt hat. Und sowas von einem Kind zu sagen. Ich kann nicht einfach hier warten. Was meinst du? Ich werde sie finden und nach Hause bringen. Ihr zwei wartet hier. Mary, das geht nicht. Es ist zu gefährlich da draußen. Hey, ignoriere mich nicht einfach. Ah, diese Schwester. Ich gehe nach. Warte, Nobita, nicht du auch noch. Ich passe auf sie auf. Bleib du hier und kümmere dich um die Kuh, Styria. Schon verstanden. Sally, wo bist du? Hörst du mich? Oh, warte, Mary. Mensch, du bist echt verdammt schnell. Bei diesem Wetter ist es hier draußen nicht sicher. Komm, lass uns wieder zurückgehen. Nein, nicht ehe ich meine Schwester gefunden habe. Sieh mal, was ist das dort drüben? Echt, Mary? Musst du jedes Mal alleine losstürmen? Wahnsinn, ist dieser Riesenfels etwa den Berg hinabgestürzt? Ich denke schon. Sally, wo bist du? Hörst du mich? Diese Stimme, ich glaub's nicht. Mary, Mary, bist du das? Sally, wo bist du? Bist du auf der anderen Seite von diesem großen Felsen? Ja, bin ich. Mary, ich habe die Medizin geholt. Aber dann ist dieser Felsen aus dem Nichts aus dem Pfad gestürzt und hat mir den Weg abgeschnitten. Warte, ich helfe dir. Nobita, hilf mir, dieses Ding zu bewegen. Bist du verrückt? Wir beide werden diesen Riesenfels nie im Leben vom Fleck bewegen. Hör auf zu jammern und fass endlich mit an. Okay. Das muss eine Tonne wiegen. Seid vorsichtig da drüben, ihr beiden. Der bewegt sich keinen Millimeter. Ihr Kinder schafft das nicht allein. Holt ein paar Erwachsene zu Hilfe. Ich komme so lange schon klar. Nein, wir schaffen das. Ich bin vielleicht ein Kind, aber kann dir trotzdem helfen. Wie du schon gesagt hast. Als deine kleine Schwester ist es das Mindeste, was ich tun kann. Halte durch. Ich werde dich retten. Mary, warte, wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Sorg dich hier nicht um mich. Bleib bei Sally. Ich bin gleich zurück und bringe Hilfe mit. Na gut, okay, wir zählen auf dich. Ich bin gleich zurück, Sally. Du sitzt nicht mehr lange dort fest. Nein, warte, Mary. Nobita, ich weiß, dass du noch da bist. Du musst sie aufhalten, bevor sie sich wehtut. Du hättest sehen sollen, wie fest entschlossen sie war, Sally. Ich wette, sie weiß, was sie tut. Du musst einfach etwas Vertrauen in sie haben. Nobita? 5 Sekunden später. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Mary, du bist wieder da und du hast... all deine Tiere mitgebracht? Sie gehören auch zur Familie und Familie passen aufeinander auf.
Ich habe ein langes Seil mitgebracht, das wir um den Felsen binden können. Dann ziehen wir alle zusammen. Also für mich sieht das eigentlich aus wie Geröll und nicht wie ein Fels, aber in Ordnung. Sally, du musst uns helfen. Ich werfe das Seil zu dir rüber. Okay. Das sollte reichen. Bereit, wenn du es bist, Mary. Perfekt. Ich verlasse mich auf euch alle. Also, dass das Küken da mithelfen kann, naja, gut. Jetzt kommt her und hilf. Bin schon da. Fertig, zieht. Ich glaube, er hat sich bewegt, aber wieso muss das Ding so schwer sein? Das wird ewig dauern. Was sollen wir tun, Nobita? Sollen wir doch die Erwachsenen holen? Hey, Augenblick mal, vielleicht müssen wir nur an unserem Timing arbeiten. Unser Timing? Ja, wie beim Townziehen. Wenn wir alle genau zur gleichen Zeit... Kannst du den Tieren etwas zurufen, damit alle gleichzeitig ziehen? Na klar, hört mal alle zu. Auf mein Kommando müsst ihr alle zusammenziehen, okay? Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Okay, sind alle bereit? Fertig, zieht! Es klappt! Genau so, noch einmal. Fertig, zieht! Ach, fast geschafft. Ja, noch einmal ziehen, dann haben wir es fertig. Zieht! Das war's. Das war klasse, Mary. Ich kann kaum glauben, dass du wirklich diesen Riesenfelsen verrückt hast. Hehe. War ich ja nicht alleine. Meine ganze Familie hat mitgeholfen. Mary? Sally? Siehst du, ich brauchte keine Hilfe von Erwachsenen, nur ein bisschen Unterstützung von den Tieren. Ja, ich bin beeindruckt. Das hast du wirklich gut gemacht. Du hast die Medizin, richtig? Wir sollten schnell damit nach Hause zurückgehen. Stimmt, gehen wir. Und wo ist der Stein jetzt hin? Da seid ihr ja. Ich war besorgt, als Mary zurückgekommen ist und alle Tiere mitgenommen hat. Aber ihr habt Sally sicher nach Hause gebracht, also... War das wohl der Teil der Rettungsaktion, hä? Könnte man so sagen. Dr. Styria, Sally hat die Medizin besorgt, die du haben wolltest. Gut, dann kümmern wir uns mal um unsere kranke Kuh. So, sie sollte im Handumdrehen wieder ganz die Alte sein. Das ist eine Erleichterung. Du bist die Beste, Dr. Styria. Das alles tut mir leid. In Zukunft werde ich sicherstellen, dass wir alle nötigen Medizin vorrätig haben. Danke, dass du für mich den weiten Weg auf dich genommen hast, Sally. Ich habe dir zu danken. Du hast mich gerettet, zusammen mit all deinen Tieren. Und dir ebenfalls, Nobita. Ich schulde euch beiden meinen Dank und eine Entschuldigung. Nicht der Rede wert, aber ihr beide müsst aufhören, immer alleine loszurennen, um in Klemmen zu geraten, hä? Ja, ja. Vielleicht hast du recht. Ob Sally jetzt Mary ein bisschen mehr zutraut? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay, aber jetzt wollte ich ja dann noch schnell die Sachen pflanzen. Ah, passt ja perfekt, dass du gerade da bist. Wo haben wir den, die Samen? Ach halt, die haben wir hier. Ja, da. Riesenrübensaat, nee, das da, genau. So. Ah, jedenfalls kann ich auch düngern gleich mit einem Schlag. Okay, das ist in Ordnung. Gut. Jetzt könnte ich... Ich weiß nicht, wie lange die Rübe braucht. Das ist das Problem. Aussehen, wie lange braucht die Riesenrübe? Und die geht nur... Nur Frühling, okay. Dann würde ich mal sagen, haben wir es doch eigentlich gut hinbekommen. Es lief ja jetzt eigentlich relativ fix.
das was anpflanzen. Ich muss halt dann nur wirklich jeden Tag dran denken, das zu bearbeiten. Nach Rezept. Dann stellen wir unseren Pudding her. So, den Pudding haben wir auch. Immer noch ein 1,5-Sterne-Pudding. Mann, ich muss mir mal irgendwann echt angewöhnen, noch mehr Rezepte zu kaufen. Heute ist der Tag, an dem alle zusammen, den alle zusammen verbringen wollen. Was machen wir wohl als erstes? 20 bis 20:30. Tja, bin ich auch mal neugierig. Wenn ihr auch neugierig seid, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier bei The Rayman Story of Seasons weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer True. Haut rein. Tschö, tschö.